In Baden-Württemberg soll es einen Kurswechsel in der homosexuellen Politik geben, das meldet das Schwulmagazin Hinnerk. In der Vereinbarung, die der künftige grüne Ministerpräsident Kretschmann und SPD-Spitzenkandidat Schmidt gemeinsam vorstellten, heißt es, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft in vollem Umfang mit der Ehe gleichgestellt werden solle. Auch verpartnerte homosexuelle Beamte sollen nach den grün-roten Plänen künftig in Versorgung und Besoldung gleich behandelt werden wie heterosexuelle Paare. Die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern müsse außerdem im Grundgesetz verankert werden, heißt es weiter. Eine vollständige Gleichstellung strebt die künftige Landesregierung auch für Regenbogenfamilien im Steuer- und Adoptionsrecht an. Auch in baden-württembergischen Schulen sollen Bildungsstandards sowie in der Lehrerbildung die Vermittlung unterschiedlicher sexueller Identitäten verankert werden, heißt es im Koalitionsvertrag. Soweit die